Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Jahr neigt sich ja dem Ende, wenn wir auf den Kalender sehen. Es sind nur noch ein paar Wochen in diesem Jahr. Und damit steht auch das letzte 5 gelesene Bücher-Video bei mir an. Ich habe also wieder die letzten 5 gelesenen Bücher zusammengesucht, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Ich habe zwar noch ein paar Bücher, die ich natürlich jetzt aktuell auch noch lese, aber ich glaube nicht, dass das noch 5 Stück zusammenkommen. Ich glaube nicht, dass da noch 5 Stück zusammenkommen werden, aber die werde ich euch dann definitiv im neuen Jahr dann nochmal zeigen. Wahrscheinlich schon auch in Kombination mit Büchern, die ich im neuen Jahr schon bereits gelesen habe, aber das werdet ihr dann entsprechend sehen. Ich habe jetzt also hier wieder meine 5 gelesenen Bücher zusammengesucht, über die ich mit euch heute in diesem Video sprechen möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Aus den 5 gelesenen Büchern habe ich mir jetzt mal die 2 Bücher herausgesucht, über die ich schon ja des Öfteren in letzter Zeit gesprochen habe. Denn ich habe zum einen ein separates Video über diese beiden Bücher gedreht und zum anderen habe ich auch in meinen letzten Neuzugängen über diese beiden Bücher schon gesprochen. Das separate Video über diese beiden Bücher verlinke ich euch natürlich hinter dem i und in der Infobox. Also wenn ihr da gerne ja meine Meinung zu den Büchern nochmal etwas genauer wissen wollt, dann schaut doch gerne in dieses Video hinein. Ich gehe da auf jeden Fall nochmal detaillierter auf diese Bücher ein. Und zwar geht es zum einen um Mischpoker, ein Familienroman von der Autorin Marcia Zuckermann aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Dieses Buch ist im Jahre 2016 veröffentlicht und hat insgesamt 448 Seiten. Das ist der erste Teil quasi der Familie Kohanim. Wir lernen sie hier zum allerersten Mal kennen. Und die Familiengeschichte erzählt uns die Ich-Erzählerin, die wir nicht mit Namen in diesem Buch kennenlernen werden. Aber sie erzählt uns die Familiengeschichte über die Kaiserzeit, über den Zweiten Weltkrieg bzw. den Holocaust und die DDR zum Abschluss. Also wir haben hier einen relativ großen Rahmen, der uns ja gesteckt wird und über die wir die Familie der Kohanims einfach kennenlernen. Als zweites habe ich noch Schlamassel, ebenfalls aus der Frankfurter Verlagsanstalt und von der Autorin Marcia Zuckermann. Und dieses Buch ist dieses Jahr veröffentlicht worden und hat insgesamt 399 Seiten. In diesem zweiten Teil lernen wir die Familie der Kohanims noch etwas genauer kennen, weil wir ja eine bestimmte Zeit nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und zwar ist das hier der Zweite Weltkrieg bzw. der Holocaust. Auch hier haben wir wieder einen Ich-Erzähler. Diesmal aber kennen wir ihn mit Namen. Und zwar ist es John, ein Familienmitglied natürlich der weiter größeren Familie. Also hier befassen wir uns nicht nur mit den Kohanims im Einzelnen, also beziehungsweise so in diesen Familiennamenkonstrukt, sage ich mal, wir gehen sogar noch ein Stück weiter und zwar lernen auch noch die Familien drumherum, bei Cousinen, Cousins, angeheiratet und so weiter, kommt ja immer noch dazu. Und das lernen wir, in diesen Teil der Familie lernen wir in Schlamassel kennen. Dieses Buch hat mir die Frankfurter Verlagsanstalt freundlicherweise zur Verfügung gestellt und ich hatte damals angefragt, weil mich dieses Buch einfach sehr angesprochen hat vom Klappentext her. Und beide Bücher bin ich sehr froh, dass ich sie gelesen habe. Denn die Familie der Kohanims und auch die ja, drumherum Familien, die dazugehören, sind eine sehr, na ich würde nicht sagen eigenwillige Familie, aber sie hat schon so ihre Eigenarten, ihre Ecken und Kanten und sie macht sie unglaublich interessant und vor allen Dingen hat diese Familie ja schon das ein oder andere überlebt, hat sie auch zum Großteil, aber erlebt. Und in Schlamassel sind wir eher im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust, was im Mischpoke schon etwas ausgespart wird. Der ist immer noch vorhanden und wird auch immer noch angedeutet, aber in Schlamassel wird darauf nochmal näher eingegangen. Ich habe als allererstes Schlamassel gelesen und habe dann bei meinen Recherchen festgestellt, dass es eben noch diesen ersten Band gibt und habe ihn dann entsprechend
gelesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich das so gelesen habe, als erst den zweiten Teil und dann den ersten Teil, weil mir die Protagonistin, oder nicht, ich sage immer die Protagonistin, ich meine eher die Ich-Erzählerin, hier dann noch ein Stück vertrauter geworden ist. Weil sonst wirkt die so ein bisschen, naja, abgeklärt, hat schon einen, ja, skurrilen Humor und, naja, so einen ganz typischen Humor der Coa Nims, würde ich fast sagen, aber auch so ein Stück weit vielleicht auch der Autorin. Und sie hat es, also sie wurde mir hier einfach schon ein Stück vertrauter, sie war mir hier einfach schon ein Stück vertrauter, was sie mir hier auf alle Fälle zugänglich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich Mischpoke als erstes gelesen hätte, ob ich dann auch Schlamassel noch gelesen hätte, weil, wie gesagt, die Ich-Erzählerin mir hier durchaus vertrauter gewesen ist und so vielleicht die Vertrautheit einfach gefehlt hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich beide Bücher sehr, sehr gerne gelesen. Ich mochte den Schreibstil der Autorin unglaublich gerne. Es ist eine Mischung aus einem sehr humorvollen Schreibstil, der einem zeigt, dass man das Leben auch in harten Zeiten leicht nehmen muss, um es zu ertragen, und es trotzdem vielleicht ein Stück weit auch immer was zum Schmunzeln und zum Lachen gibt, aber auch auf der anderen Seite, wenn es darauf ankommt, dass der Schreibstil sehr gefühlvoll ist und wirklich die wichtigen Momente mit sehr eindrücklich einfach beschreiben kann. Das hat sie in Mischpoke gezeigt und ich finde aber nochmal besser in Schlamassel. Einfach, es ist einfach ihr zweiter Teil und das merkt man auch, dass sie hier auch nochmal ihren Schreibstil einfach mehr gefestigt hat, sage ich mal. Ich weiß, die Autorin hat auch noch ein paar andere Bücher davor geschrieben, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass es hier einfach ein Ticken ausgereifter war. Und das ist für mich auch völlig berechtigt, dass man eine Steigerung vom ersten Teil zum zweiten Teil hat, hat mich aber beim Lesen überhaupt nicht gestört. Und beide Bücher kann ich euch definitiv empfehlen zu lesen. Sie haben sich für mich definitiv gelohnt und ich bin froh, dass ich Marcia Zuckermann kennenlernen durfte, beziehungsweise ihre Bücher jetzt endlich gelesen habe. Auch hier nochmal, lasst euch nicht abschrecken von den Buchcovern. Sie sind jetzt ein bisschen speziell und vielleicht auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde, dass das Lesen sich definitiv lohnt. Wenn euch meine Meinung zu diesen beiden Büchern jetzt nochmal noch mehr interessiert, dann schaut gerne einfach nochmal in das Video rein. Ich habe da auch nochmal detaillierter darüber gesprochen. Als ich von der Leserunde gehört habe, die zu diesem Buch stattfinden soll, habe ich mich schon sehr gefreut, weil ich diese Autorin schon immer mal entdecken wollte und ich so gedacht habe, okay, wenn mir das Schicksal diese Möglichkeit jetzt bietet, dann sollte ich sie vielleicht doch annehmen. Ich habe wirklich noch lange überlegt, ob ich an dieser Leserunde teilnehmen möchte, einfach weil es einfach bedeutet hätte, dass ich mein Buchkaufverbot breche. Reden wir gar nicht darüber. Und ich mir dieses Buch einfach kaufen müsste. Und ich habe mir dann aber trotzdem gedacht, ich lese das Buch ja eigentlich gleich und es landet dann nicht wirklich auf meinem Sub, also kann ich schon mal eine Ausnahme machen. Vielleicht war dieses Buch auch der Beginn von den großen Ausnahmen. Aber sei es wie es sei. Und ich habe dann am Ende doch an dieser Leserunde teilgenommen und ich bin sehr froh, dass ich das getan habe und sehr dankbar, denn die Leserunde wurde von den Book Friends Forever, speziell von Anja, organisiert und die Leserunde hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es hat so viel Freude bereitet, sich mit anderen Menschen über die einzelnen Leseabschnitte auszutauschen, sich Gedanken hin und her zu werfen und Gleichgesinnte zu finden, die das Ähnliche denken, aber auch anders denken, die vielleicht was ganz anderes in diesen Abschnitt interpretiert haben. Ich fand das eine wunderbar gelungene Leserunde und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank, liebe Anja, dass du diese Leserunde ins Leben gerufen hast. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch schon, um welches Buch es sich handelt. Und zwar geht es um Die Wand von Marlene Haushofer.
hier aus dem Ullstein Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 288 Seiten und ist im Jahre 1963 das erste Mal veröffentlicht worden. Der Ullstein Verlag hat einige Bücher der Autorin jetzt nochmal neu herausgebracht und am Anfang dachte ich mir so, also vor allen Dingen, ich habe das Buch ja das ein oder andere Mal schon im Buchladen gesehen, ach, irgendwie kann ich mit diesem Cover irgendwie nichts anfangen und irgendwie spricht es mich nicht an, auch wenn der Klappentext sehr interessant klingt. Nur mittlerweile verstehe ich dieses Cover wirklich und es macht für mich auch unglaublich viel Sinn und mittlerweile mag ich auch dieses Cover. Ich finde es schon echt bemerkenswert, wie das Lesen des eigentlichen Buchs dann doch nochmal den Blick auf das Cover verändert, vor allen Dingen, wenn das Cover auch wirklich stimmig ist und wirklich zum Buch passt. Und hier passt es für mich ganz persönlich wie die Faust aufs Auge. Aber um was geht es denn in die Wand? In die Wand lernen wir die Ich-Erzählerin kennen, die uns eigentlich einen Bericht abliefert in diesem Buch. Die Ich-Erzählerin ist mit ihrer Cousine und ihrem Mann, ich glaube es war die Cousine, auf den Weg in ein Wochenendhaus in den Berg, um eine Jagd besser gesagt. Und sie wollen da das Wochenende verbringen und einfach den Kopf frei bekommen und viel Zeit in der Natur verbringen. Das Pärchen geht am Abend ihrer Ankunft nochmal in die benachbarte Stadt bzw. naheliegenden Stadt und verbringt dort nochmal ein paar Stunden, nochmal ein paar Besuchungen machen bzw. nochmal in die örtliche Kneipe vorbeischauen. Die Ich-Erzählerin bleibt in dem Haus und hat auch den einzigen Schlüssel und ja, das Pärchen bleibt bis abends und die Ich-Erzählerin möchte dann so langsam ins Bett, schließt aber trotzdem die Türe zu und sagt sich, naja, wenn die beiden wiederkommen, dann öffne ich die Türe und lege mich dann einfach wieder schlafen. Und am nächsten Morgen stellt die Ich-Erzählerin fest, ich bin die Nacht gar nicht aufgewacht. Was ist hier eigentlich los? Und sie schaut im ganzen Haus nach und das Haus ist immer noch leer und sie wundert sich und macht sich so Gedanken und will sich dann gleich nach dem Anziehen auf den Weg machen in die naheliegende Stadt, um zu sehen, wo denn die beiden geblieben sind. Und auf dem Weg zu dieser benachbarten Stadt läuft sie gegen eine unsichtbare Mauer, sie stößt da regelrecht dran und tut sich auch ein Stück weit weh und sie ist halt in diese Mauer nun eingeschlossen. Und genau diesen Prozess, dieses Einschließen um diese Mauer oder innerhalb dieser Mauer besser gesagt, erzählt uns nun die Ich-Erzählerin. Die Ich-Erzählerin hat in dem ganzen Buch keinen Namen, also wir wissen auch nicht, wie sie heißt. Wir bekommen einfach diesen Bericht die ganze Zeit halt von ihr erzählt, ihre Sichtweise und wie sie nun in dieser Jagdhütte oder Berghütte damit zurechtkommt, dass sie da eingeschlossen ist und dass sie da jetzt leben muss und überleben muss. Dass sie sich Nahrung beschaffen muss, dass sie sich allerhand Dinge einfach beschaffen muss und dafür sorgen muss, dass sie überlebt. Und in diesem ganzen Prozess dieses Überlebens, dieser Nahrungsbeschaffung und einfach dieses Kümmerns und so weiter, macht die Protagonistin sich natürlich auch die ein oder andere Gedankengänge oder hat die ein oder anderen Gedankengänge, die sie hier niederschreibt und das erzählt sie, die Autorin erzählt uns das auf sehr eindrückliche Art und Weise, wie ich finde. Sie ist da sehr gefühlvoll, sehr einfühlsam und trotzdem hält sie, obwohl in diesem ganzen Prozess nicht wahnsinnig viel passiert, die Spannung so hoch. Man möchte immer wissen, wie es weitergeht, wie geht es der Protagonistin, was muss sie als nächstes tun, wie kommt sie zu Rande oder was sind so Erinnerungen aus ihrem Leben, mit was muss sie abschließen, was verarbeitet sie jetzt und von was verabschiedet sie sich und welche Gedanken macht sich die Protagonistin oder die Ich-Erzählerin besser gesagt hier. Ich fand die ganze Geschichte von der ersten Seite bis zur letzten Seite unglaublich interessant und mir hat das unglaublich viel Freude gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich habe auch hier wieder gemerkt, genauso wie bei Schwimmen mit Elefanten, dass ich auf ruhige Geschichte wirklich, also dass ich ruhige Geschichte wirklich sehr, sehr gerne lese. Die haben so ihre ganz eigene Art und Weise, uns Geschichten zu erzählen, dass man ganz viel aus diesen Geschichten herausziehen kann. Genauso auch wie die Wand. Und ich befürchte, dass die Wand ein Buch sein wird, was ich nicht zum
also das letzte Mal gelesen habe, weil ich werde es in ein paar Jahren bestimmt nochmal lesen, weil einfach, ich denke, dass man mit den Jahren und mit seinen eigenen Erfahrungen hier auch nochmal, ja, auch vieles anders sieht und viel interpretieren kann und viel, ja, sich einfach herausziehen kann für sein eigenes Leben. Also ich mochte Die Wand unheimlich gern, ich kann es euch nur empfehlen zu lesen. Was ich hier auch noch festgestellt habe und wo ich nicht gedacht hätte, dass es funktioniert, dieses Buch kommt ohne Absätze und ohne Kapitel aus. Also das ist tatsächlich ein durchgehend erzählter Bericht über die Jahre, die die Ich-Erzählerin hier in, ja, in diesem Gefängnis, sage ich mal, eingesperrt ist, und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ich bin ja normalerweise eine Leserin, die sich von Kapitel zu Kapitel liest und gerne nach einem Kapitel einfach aufhört zu lesen, wenn ich den aufhören möchte. Und ich hasse es, naja, hassen ist übertrieben, aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich innerhalb eines Kapitels aufhören muss zu lesen. Klar, passiert das immer wieder, aber ich mag es halt überhaupt nicht gern. Und ich mag es einfach, wenn ich das Kapitel noch zu Ende lesen kann und ich dann mein Lesezeichen da reinsetzen kann. Das ging natürlich in Die Wand nicht. War absolut nicht möglich, aber es hat trotzdem gut funktioniert und ich bin damit wirklich gut klargekommen und es hat sich eigentlich nichts an meinem Lesen verändert. Und man ist, wenn man aufgehört hat, auch sofort wieder in die Geschichte gekommen. Man wusste sofort, was passiert ist und was jetzt der Ich-Erzählerin noch bevorsteht. Und naja, man wusste es nicht, aber man hat sich sofort wieder hineingesetzt gefühlt und man war einfach wieder sofort da. Ich mag Marlene Haushofers Schreibstil sehr. Wie gesagt, er ist sehr einfühlsam, sehr gefühlvoll und war einfach auf den Punkt genau. Ich hatte auch das Gefühl, dass jedes Wort und jeder Satz wirklich bedacht war, dass alles abgewogen wurde, dass man überlegen musste, was schreibt man, und auch ein Stück weit, um zu symbolisieren, dass für die Ich-Erzählerin halt nicht so viel Papier da war, dass das Papier begrenzt war und dass sie natürlich schauen musste, was sie hier aufschreibt und was ihr wichtig genug war, aufgeschrieben zu werden. Und das fand ich sehr, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf mein Buch, was ich jetzt noch hier habe. Ich habe von der Autorin noch Himmel, der nirgendwo endet. Das Buch hatte ich mir damals in Lübeck in einer kleinen Bibliothek, wollte ich schon sagen, in einer kleinen Buchhandlung gekauft. Und seitdem liegt es halt bei mir auch auf dem Sub. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt Die Wand gelesen habe. Und bin schon sehr gespannt auf Himmel, der nirgendwo endet. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, wenn euch die Thematik interessiert, wenn ihr mit ruhigen Büchern zurechtkommt, wenn das was für euch ist, wenn ihr mit so einer ruhigen Stimmung klarkommt, auch mit einer Geschichte, wo nicht wahnsinnig viel passiert, aber immer nur so kleine Dinge passieren, die entscheidend sind, die wichtig sind, und aber es ist jetzt nicht spannungsgeladen ist und jetzt auch nicht so voll Action trieft, und ja, dann kann ich euch das Buch nur zu 100% empfehlen. Es war definitiv für mich ein Jahreshighlight. Ich habe es unglaublich gern gelesen und ich bin auch so froh, dass es hier zu diesem Buch eine Leserunde gegeben hat, weil ich glaube, dass durch die Leserunde man noch mehr herausziehen konnte, und ich kann euch dieses Buch nur empfehlen. Bleiben wir doch einfach mal beim Thema gemeinsam lesen. Ich habe das nächste Buch ebenfalls in einem Buddy-Read gelesen. Und zwar habe ich das Buch mit der lieben Fabienne vom Kanal Japan Connect gelesen. Ihren Kanal verlinke ich euch sehr gerne unten in der Infobox. Schaut doch gerne mal bei ihr vorbei, wenn ihr auf ostasiatische bzw. japanische Literatur, wenn ihr daran interessiert seid, dann ist ihr Kanal bestimmt etwas für euch, denn sie stellt da sehr viele ostasiatische und japanische Literatur vor und vor allen Dingen auch Klassiker und Moderne, und schaut einfach gerne mal bei ihr vorbei. Dieses Buch habe ich
was ich mit ihr gemeinsam gelesen habe, in einem Neuerscheinungsvideo vorgestellt, weil ich den Klappentext so unglaublich interessant fand. Und ich dachte, in diesem Bereich der Welt, also in der literarischen Welt, war ich noch nicht. Und deswegen hat mich das Buch auch wirklich interessiert. Und sie hatte mich dann gefragt, oder beziehungsweise wir sind auf die Idee gekommen, dass wir dieses Buch gerne gemeinsam lesen möchten. Und zwar spreche ich hier über Pflaumenregen von Stefan Tomme aus dem Surkamp Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 528 Seiten und ist in diesem Jahr, also 2021, veröffentlicht worden. In diesem Buch wird die taiwanische Geschichte rund um den Zweiten Weltkrieg erzählt und was dieser Zweite Weltkrieg mit Taiwan so angestellt hat. Im Speziellen lernen wir das kleine Mädchen Umeko kennen, das in einem kleinen Dorf an der Küste aufwächst mit ihrer Familie. Und ja, wir verfolgen dieses kleine Mädchen ein Stück weit, wie es immer wieder größer wird und unter dem Zweiten Weltkrieg, welche Veränderung das für sie mitbringt. Wir lernen noch diverse andere Menschen kennen, also wir lernen noch ihre Familie kennen, wir lernen noch Freundinnen von ihr kennen, auch eine Lehrerin lernen wir kennen und dann auch später, wenn Umeko größer geworden und älter geworden ist, auch noch ja, ihre Söhne kennen und ihre Enkelkinder kennen. Das ist so der familiäre Rahmen, der uns hier gegeben wird und der zeitliche Rahmen ist einfach die Neuzeit, also wir finden uns in der Gegenwart, also aktuell jetzt würde ich fast sagen, also irgendwo jetzt halt um diese Zeiten herum, so genau kann man das gar nicht sagen. Und dann in der Vergangenheit natürlich rund um den Zweiten Weltkrieg. Umeko ist ein sehr fröhliches Kind, es ist ein sehr aufgeschlossenes Kind, es stellt sehr viele Fragen, es ist sehr neugierig und stellt vielleicht auch die eine oder andere Frage, die es nicht stellen sollte und vielleicht für den einen oder anderen Erwachsenen ja etwas lästig ist, wenn man das mal so sagen kann. Aber manchmal sind Kinder eben so und auch Kinder machen in ihrer Kindheit vielleicht Dinge, die sie nicht tun hätten sollen und vielleicht auch ihr Leben lang dann mit sich herumtragen. Und so geht es auch um Umeko, dass sie auch Dinge sieht, die sie vielleicht hätte nicht sehen sollen und auch Dinge tut, die sie vielleicht hätte nicht tun sollen. Das ist so, ja, ich denke, das ist so der Rahmen, der uns in diesem Buch hier ja, gesetzt wird und grundsätzlich klingt das nach einem sehr, sehr spannenden Rahmen. Obwohl ich sagen muss, dass dieser Gegenwartsteil, den ich erwähnt habe, also dass wir Umeko irgendwann auch in hohem Alter kennenlernen und ihre Familie so aus dem Klappentext leider nicht hervorgegangen ist. Also wir haben hier schon zwei Zeitebenen, die wir hier immer mal wieder lesen, also die Zeitebene aus der Kindheit von Umeko und ja, ihre Jugend, sag ich mal, und dann natürlich der Gegenwart, wo sie ein Stück weit auch ja, zurücktritt und ihre Kinder bzw. Enkelkinder hervortreten und da auch eine wichtige Rolle einnehmen als Umeko selbst. Ich habe mir sehr, sehr viel von diesem Buch tatsächlich versprochen. Ich war von dem Klappentext unheimlich begeistert. Ich fand, hey, das ist ein Buch, in dieser Region war ich literarisch einfach noch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das ein oder andere nachlesen muss, was die Geschichte Taiwans angeht, weil mit der Geschichte Taiwans habe ich mich einfach noch nicht auseinandergesetzt. Und das ist auch okay und ich nehme das hier als Chance und ja, da einfach meine Nase hineinzustecken. Das waren so meine Gedankengänge und was das Geschichtliche angeht, hat dieses Buch tatsächlich auch meine Erwartungen erfüllt. Und zwar hat es mir die Möglichkeit geboten, mich mit der Geschichte Taiwans auseinanderzusetzen. Dieses Buch setzt aber ein Stück weit voraus, dass man vielleicht auch das eine oder andere schon weiß. Setzt der Autor schon voraus? Ich vermute, er setzt es deswegen voraus, weil er einfach ja in diesem Gebiet zu Hause ist. Er ist einfach in diesem Gebiet bewandert und das merkt man einfach grundsätzlich. Und man merkt auch, dass vielleicht hier und da auch dieses Phänomen auftritt, wenn man sich lange in einem Thema sich schon befindet und sich lange damit auseinandersetzt, dass man vergisst, dass es da Menschen gibt, die das eben noch nicht sind. Und dass man
ja nicht immer alles voraussetzen kann. Und ich fand, dass einiges Geschichtliches schon vorausgesetzt wird, dass man das wissen sollte. Und klar kann man sagen, okay, man sollte sich hier und da geschichtlich auskennen, aber man kann sich halt eben nicht überall auskennen. Mich hat es persönlich nicht gestört, dass ich mich hier an der einen oder anderen Stelle nochmal belesen muss. Oder Fabienne hat mir auch an der einen oder anderen Stelle geholfen, etwas besser zu verstehen und auch kulturelle Dinge besser zu verstehen. Aber ich finde, klar, ich kann mir vorstellen, dass er den einen oder anderen Leser dadurch verschrecken, weil nicht jeder ist bereit, auch sofort immer nachzuschlagen, was hat das bedeutet und was könnte dies sein und mit was hat das zu tun und so weiter. Also man muss schon ein bisschen, ja, nachlesen, also die Initiative zeigen, hier und da nochmal was nachzulesen. Was ich auf der einen Seite natürlich gut finde, aber auch auf der anderen Seite finde ich es halt eben auch, es stört schon das Lesevergnügen, weil man halt unterbrechen muss und nachlesen muss. Klar, man lernt unglaublich viel und das kann man auch diesem Buch zuschreiben, dass man geschichtlich unglaublich viel lernt, aber es hält halt auch auf beim Lesen. Das muss einem klar sein. Zudem ist es auch so, dass Stefan Thomme ein Autor ist, der sich sehr, sehr gerne mit Kleinigkeiten aufhält oder mit Dingen aufhält, die vielleicht nicht unbedingt zur Geschichte gehören, die vielleicht nicht zur Geschichte beitragen und dadurch halt auch 528 Seiten zustande kommen. Grundsätzlich ist es nicht schlimm, wenn man Dinge liest, die jetzt vielleicht nicht zur Geschichte unbedingt beitragen, aber es hält halt auf und man fragt sich am Ende, warum habe ich jetzt dieses Gespräch gelesen, wenn es am Ende Dinge sind, die so an anderer Stelle vielleicht schon offensichtlich sind oder die jetzt überhaupt nicht zur Geschichte beitragen. Nicht mal zum Gefühl für die Geschichte, also für die Protagonisten beitragen. Einfach nur, um vielleicht bestimmte Dinge nochmal anzusprechen, nochmal zu erwähnen und die 10 Seiten vorher schon mal erwähnt worden sind. Das ist so ein bisschen das Manko, was ich an diesem Buch auch habe. Und zum anderen ist auch ein anderes Manko, also eigentlich habe ich noch 2 Kritikpunkte, die mich wirklich gestört haben, sind zum einen ist, Umeko ist unsere, ich sag mal, Hauptprotagonistin. Wir lernen sie von Anfang an kennen und in der Anfangszeit verfolgen wir sie hauptsächlich. Und man hat ein Gefühl für die Protagonistin entwickelt und irgendwann verlieren wir Umeko. Sie entkleidet uns völlig. Andere Dinge werden wichtig, andere Dinge nehmen eine Hauptrolle ein. Ist an sich nicht schlimm, aber wir kriegen diesen Faden von Umeko auch nicht wieder. Wir kriegen ihn ganz am Ende nochmal wieder und ich fand, dass das einfach zu kurz ist. Zu kurz dafür, dass wir mit Umeko anfangen, dass wir ein Gefühl für sie entwickelt haben und dann auch nicht mehr, aber dieses Gefühl nicht zu Ende bringen können. Und das hat mich unglaublich gestört, weil ich mochte sie wirklich sehr gerne und ich hätte gerne noch viel mehr über sie erfahren. Und wie es ihr dann wirklich ergangen ist, was hat sie noch so gemacht? Klar, man erfährt es ein Stück weit durch die Enkelkinder und durch ihre eigenen Kinder, weil sie dann auch nochmal anfangen zu recherchieren. Aber für mich war das irgendwie nicht dasselbe. Für mich war das eine andere Ebene. Dann hätte ich mich von Anfang an darauf eingestellt, dass wir die Geschichte von Umeko durch ihre Kinder und Enkelkinder erzählt bekommen. Und das hat mich wirklich gestört. Und das stört mich auch im Nachhinein noch sehr, dass wir sie einfach abhanden kommen, dass wir so viele Fäden auch irgendwann an die Hände bekommen, dass ich zum Teil dachte, naja, ich habe hier jetzt einen ganz schönen Fadensalat und alles wird erzählt, alles wird versucht mir zu erzählen und alles wird auch irgendwie erzählt, aber alles wird irgendwie nicht erzählt, also es wird nicht zu Ende erzählt, es wird nicht vollständig erzählt. Manche Stränge hatte ich das Gefühl, dass die ein eigenes Buch gebraucht hätten, um sie wirklich richtig zu erzählen. Es gab so viele Protagonisten und Nebenprotagonisten, wo ich gedacht hätte, hey, das wäre eine eigene Geschichte. So ein Beispiel hierfür ist, Meiko hat in ihrer Grundschule eine Lehrerin, die aus Japan ist und in Taiwan lebt und am Anfang ist Taiwan noch unter japanischer Herrschaft. Und auch die Lehrerin kommt halt aus Japan und lebt halt in Taiwan. Und im Laufe der Geschichte muss die Lehrerin Taiwan verlassen, weil die Herrschaft über Taiwan eine andere wird. Das ist geschichtlich einfach so Fakt. Taiwan wird irgendwann
fällt irgendwann China zu und damit ändert sich einfach die Herrschaft über Taiwan, auch wenn man Herrschaft vielleicht jetzt in dem Moment nicht der richtige Ausdruck ist. Aber die japanische Lehrerin muss einfach Taiwan verlassen, beziehungsweise ja, es ist ihr einfach nahegelegt, Taiwan zu verlassen. Und diese Geschichte hätte einfach auch in einer anderen Geschichte erzählt werden können und nicht nur so am Rande. Und mich hätte es wirklich interessiert, was mit der Lehrerin passiert ist. Warum ist ihre Geschichte so weitergegangen? Wieso ist dieser Weg eingeschlagen worden von ihr und so weiter? Es waren einfach zu viele Fäden, die in die Hand genommen worden sind und dann tatsächlich nicht so wirklich hundertprozentig auserzählt worden sind oder zu Ende erzählt worden. Das ist, ja, glaube ich, mein größter Kritikpunkt, den ich habe. Und zum anderen bin ich auch mit dem Schreibstil nicht so wirklich klargekommen. Also grundsätzlich schon. Grundsätzlich hat er einen sehr angenehmen Schreibstil. Man kann ihm folgen, man versteht ihn, man kommt gut ins Buch hinein. Aber er hat eine Eigenart. Damit hatte ich wirklich meine Probleme. Und zwar zum Teil war es so, dass wir Gedankengänge hatten, wir sind mit Protagonisten in einem Gespräch und einmal hat der Protagonist einen Gedankengang. Geht diesem Gedankengang nach, was völlig in Ordnung ist, aber ich habe diesen Übergang zwischen, was gerade gesagt wird, den Gedankengang und dann, was wieder gesagt wird, manchmal keinen Unterschied von der Interpunktion gehabt. Das heißt, die wörtliche Rede ist nicht in Anführungsstrichen oder in Kursiv gesetzt worden oder irgendwie anderweitig markiert worden. Das ist manchmal wirklich schwer auseinanderzuhalten. Manchmal weiß man nicht, von wem er gerade spricht und wer gerade spricht und welcher Gedankengang gerade vollzogen wird. Und man muss das dann immer nochmal lesen und sogar noch ein drittes Mal, um wirklich zu verstehen, was gerade gemeint wird, was gerade gesagt wird. Und wer ist denn überhaupt gemeint? Welches Gespräch wird denn gerade geführt? Ich fand, das hat das Lesen schon ganz schön schwer gemacht. Was ich sehr, sehr schade fand, dass das so gelöst worden ist. Und ein Stück weit hat mir das tatsächlich auch das Buch schwer gemacht dadurch. Was ich diesem Buch aber tatsächlich zugute halte, ist einfach, dass es mir gezeigt hat, dass ich mich sehr gerne noch weiter mit der taiwanischen Geschichte auseinandersetzen möchte, dass ich gerne noch in die Richtung mit der Literatur gehen möchte, dass ich gerne noch weiter in diese Richtung lesen möchte. Und das finde ich einfach großartig, dass dieses Buch trotz alledem mir diese Türe geöffnet hat, dass ich das interessant finde, dass mich das interessiert und dass ich da noch sehr, sehr neugierig bin. Ob ich jetzt nochmal einen Stefan Tomme lesen möchte, weiß ich noch nicht. Also er hat ja noch ein anderes Buch geschrieben. Ich bin mir gerade unsicher, wie es heißt. Ich werde es euch einblenden, was, glaube ich, vom Cover her sehr bekannt ist. Und über dieses Buch habe ich noch so einiges Positives gehört. An sich würde es mich schon noch reizen, dieses Buch zu lesen, aber ich glaube, wenn er das sehr ähnlich geschrieben hat, jetzt wie hier in Pflaumenregen, dann ist es eher ein Buch, was ich jetzt erstmal noch nicht lesen möchte und ich jetzt nochmal erstmal Zeit vergehen lassen möchte, bevor ich nochmal zu diesem Autor greife. Was ich aber sagen möchte, ist, dass mir die Leserunde, auch wenn das Buch uns jetzt beide nicht so hundertprozentig zufriedengestellt hat, trotzdem sehr angenehm war. Ich habe sehr gerne mit Fabienne dieses Buch gelesen und ich habe mich sehr gerne mit ihr ausgetauscht und ich bin auch sehr froh, dass ich es mit ihr gelesen habe, weil sie mir ja doch die eine oder andere Frage dann doch beantworten konnte und ich sehr froh war, dass sie dann beim Lesen quasi an meiner Seite war. Ich kann euch nicht wirklich, also nicht so hundertprozentig eine Leseempfehlung geben, außer ihr wollt, ihr seht es wie ich, dass ihr das Tor zur taiwanischen Geschichte oder zur taiwanischen Literatur damit öffnen möchtet. Das kann man wirklich Pflaumenregen dazu nutzen, weil es wirklich geschichtlich einem viel an die Hand gibt und Fabienne hat es ja auch bestätigt, dass die Fakten durchaus korrekt sind und er da kein
Schmutz erzählt hat, sage ich mal. Und von daher kann man das schon nutzen. Aber literarisch sollte einem wirklich bewusst sein, dass es das Buch wirklich ein Stück weit auch schwer macht. Also dass der Schreibstil ungewöhnlich ist. Vielleicht kommt der ein oder andere sogar besser damit klar als ich, aber mir ist es tatsächlich sehr schwer gefallen. Und aus dem Grund kann ich nur eine eingeschränkte Leseempfehlung für dieses Buch geben. Nun sind wir auch bei dem letzten Buch meiner 5 gelesenen Bücher angekommen und auch dieses Buch habe ich beim Verlag angefangen und es wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und auch darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe zu diesem Buch aber noch kein separates Video gedreht und ich glaube auch, dass ich das nicht tun werde, weil ich befürchte, dass ich für dieses Buch einfach nicht die richtigen Worte finden werde, weil auch jetzt merke ich, dass mir das unheimlich schwer fällt, für dieses Buch die richtigen Worte zu finden. Und ich glaube nicht, dass ich dafür ein separates Video, dass ich das füllen könnte. Und deswegen dachte ich mir, ich bespreche dieses Buch einfach in diesem Rahmen. Und damit fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Aber wenn ihr natürlich sagt, ihr seid noch sehr interessiert an meiner ganz detaillierten Meinung zu diesem Buch, dann versuche ich natürlich noch ein separates Video zu diesem Buch zu drehen. Und zwar handelt es sich um das Buch Die Edelweißpiraten von Michaela Küpper aus dem Trömer-Knauer Verlag. Dieses Buch wurde dieses Jahr veröffentlicht, also 2021, und hat insgesamt 288 Seiten. In diesem Buch lernen wir die Protagonisten Gertrud und ihre Tochter Muki, die eigentlich auch Gertrud heißt, aber Muki genannt wird, kennen. Beide leben in Köln und leben im Dritten Reich. Ich würde mal sagen, erstmal eine Zeit, in der man grundsätzlich wahrscheinlich nicht leben will, aber es kommt halt auch noch hinzu, dass diese beiden Frauen, beziehungsweise Mutter und Tochter, zu den Kommunisten gezählt wird. Das heißt, sie gehören zu einer Gruppe von Verfolgten im Dritten Reich. Und genau diese Verfolgung, beziehungsweise auch den Widerstand dieser beiden Frauen, lesen wir hier in Die Edelweißpiraten. Wir befinden uns auch in der Stadt Köln, was ich so an sich schon mal auch sehr interessant fand, weil ich literarisch einfach noch nie in Köln war, aber ich war auch persönlich noch nie in Köln und fand es daher zum einen schon mal sehr interessant und zum anderen fand ich es auch interessant, dass die Verfolgung der Kommunisten oder Kommunistinnen in dem Fall hier thematisiert worden ist. Und ich auch da noch nicht so wahnsinnig viel gelesen habe und ich sehr froh bin, dass ich auch hier meine Nase nochmal hineinstecken durfte. Die Geschichte wird uns immer wieder abwechselnd von Gertrud der Mutter und Muki der Tochter erzählt und ist aufgebaut wie ein Tagebuch. Das heißt, es werden uns immer einzelne Tage in den Leben der beiden Frauen erzählt. Ich fand, dass der Aufbau schon recht gut war, also der hat einfach gepasst, um die Bedrohlichkeit zu beschreiben, um auch durch den Krieg immer schwieriger werdende Situationen zu beschreiben, also dass Nahrung fehlt, dass grundsätzliche Dinge fehlt, dass die Stadt ausgebombt wird und so weiter. Das wurde durch diesen Tagebucheinträgen schon wahnsinnig gut beschrieben, aber auch die Verfolgung an sich und den Widerstand gegenüber den Nationalsozialisten und die ganze Bedrohung, die ganze Gewalt, die diese beiden Frauen erleben, wird durch diese Tagebucheinträge nochmal sehr, sehr deutlich untermauert. Also dadurch, dass Tage fehlen und wir auch nicht wissen, was in den Tagen passiert ist oder dass diese Nahrungssuche dann doch so viel Energie frisst, dass man einfach keine Zeit und auch keine Kraft mehr hat, Tagebucheinträge zu schreiben, das wurde schon unglaublich gut durch diese Art, durch den Aufbau dieses Buches herübergebracht, was mir auch wirklich gut gefallen hat. Und dazu noch dieser sehr intensive Schreibstil, wie ich finde, sehr emotionsvolle Schreibstil, sehr
auf den Punkt gebrachten Schreibstil, aber auch zum Teil sehr nüchternen Schreibstil. Und ich glaube, dass diese Nüchternheit und der Aufbau des Buches, obwohl er mir so gut gefallen hat und auch der Schreibstil mir so gut gefallen hat, es mir dann doch so schwer gemacht hat, zum Teil dieses Buch zu lesen. Ich konnte am Stück nicht viele Seiten lesen. Ich konnte immer nur so ein Kapitel lesen, also erstmal die eine Sicht und dann musste ich aufhören und dann die andere Sicht. Und so habe ich mich wirklich von Tag zu Tag diesem Buch genähert und habe immer nur eine Sicht gelesen. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum dieses Buch mir so unheimlich schwer gefallen ist zu lesen, obwohl es mir gefallen hat. Obwohl ich sagen kann, dass man dieses Buch durchaus lesen kann und obwohl ich auch sagen kann, dass ich euch dieses Buch empfehlen kann, weil es bringt einfach nochmal die Verfolgung der Kommunisten und deren Widerstand, hebt es einfach nochmal hervor. Und ich finde, dass auch diese verfolgte Gruppe durchaus erwähnenswert ist und dass man auch über diese Verfolgten sprechen sollte. Und ich finde, das gibt dieses Buch her. Und genauso wie die Auseinandersetzung mit den Edelweißpiraten, mir waren sie schon ein Begriff, aber es ist ja nie wirklich bestätigt worden, dass es diese Gruppe von Widerständlern gibt. Und die Autorin hat sich ja hier eine Frau herausgesucht, um die sie die Geschichte gestrickt hat. Also Gertrud war, ich glaube, wirklich existent, aber die Geschichte an sich hat die Autorin ja sich jetzt so ein bisschen selbst ausgedacht und die Fakten verarbeitet. Und es beschreibt sie auch nochmal sehr gut im Nachwort und geht darauf auch nochmal ein, was ich sehr, sehr gut fand, dass es hierzu auch nochmal ein Nachwort gab, dass die ganze Geschichte auch nochmal in einen gewissen Kontext gesetzt hat, dass man falsch versteht und es auch wirklich nochmal im Rahmen setzt. Ich mochte, dass das ganze Geschichtliche hier aufbereitet worden ist. Das mochte ich sehr gerne. Ich mochte auch die Protagonisten. Sie waren für mich wirklich sehr intensiv. Sie waren für mich gut ausgearbeitet, obwohl durch diese Tagebucheinträge das natürlich unglaublich schwer ist, weil man da ja natürlich immer nur aus der Sicht der jeweiligen Erzählerin liest. Aber dadurch, dass die sich so ergänzt haben zwischen Tochter und Mutter, hat man immer von der einen über die andere etwas erfahren, was ich unglaublich gut gelungen fand. Und deswegen waren mir die Protagonisten auch so unglaublich intensiv und nah. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich eine Bindung zu diesen beiden hatte. Aber nichtsdestotrotz hat dieses Buch es mir unglaublich schwer gemacht zu lesen. Und ich habe wirklich lange dran gelesen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch mitgeben würde. Wenn euch dieses Buch interessiert und ihr auch hin und wieder gegen das Vergessen lest und das ein oder andere Buch zu diesem Thema in die Hand nimmt, dass ihr bei diesem Buch beachtet, dass es doch Zeit braucht, dieses Buch zu lesen. Das Besagte zu verdauen, zu verarbeiten und hin und wieder noch mal was nachzulesen, um es vielleicht dann doch noch mehr in den zeitlichen Kontext setzen zu können. Also mit diesem kleinen Punkt, den ich euch hier mitgegeben habe, also dieses etwas längere Lesen, so ging es mir, es muss euch natürlich auch nicht so gehen, kann ich euch dieses Buch empfehlen. Es ist sein Geld wert. Ich habe es, man kann irgendwie nicht sagen, gerne gelesen, aber ich habe es auch, wenn es mir schwer fiel zu lesen, auch immer wieder gern in die Hand genommen. Es war jetzt nicht so, dass ich mit einem Unmut an diesem Buch gegangen bin, aber ich habe halt wirklich sehr lange gebraucht. Ich habe gesehen bei meiner Recherche, dass Michaela Küpper auch noch das eine oder andere ebenfalls noch geschrieben hat und ich werde mir auch hierzu noch das eine oder andere Buch von ihr anschauen und gucken, ob da noch was für mich dabei ist. Aber so war ich sehr froh, dass ich dieses Buch gelesen habe, dass ich die Autorin für mich entdeckt habe und dass ich dieses Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich frage mich gerade natürlich, liegt es vielleicht auch am Ende an ihrem Schreibstil, der mir das vielleicht ein bisschen schwerer gemacht hat, dieses Buch zu lesen. Aber das finde ich vielleicht mit einem anderen Buch von ihr heraus. Oder es waren dann doch die Tagebucheinträge, die dafür gesorgt haben, dass ich dieses Buch länger gelesen habe. Ich werde es wahrscheinlich nur herausfinden, wenn ich ein anderes Buch von ihr lese und vielleicht lag es auch einfach, wie gesagt, oder an anderen Umständen, ich weiß es nicht. Aber ich wollte es halt euch gerne noch
auf jeden Fall mitgeben, dass ich für dieses Buch etwas länger gebraucht habe. So, jetzt habe ich aber wirklich lange darüber geredet, wie lange ich denn für dieses Buch gebraucht habe. Ich kann euch dieses Buch empfehlen zu lesen. Schaut es euch an, falls euch die Thematik interessiert und ihr gerne ab und an mal ein Buch gegen das Vergessen lest. Wir sind nun am Ende meines Stabes angelangt von den letzten 5 gelesenen Büchern, die ich zusammengesucht hatte. Und ich vermute auch, dass es mein letztes Video von den 5 gelesenen Büchern dieses Jahr sein wird. Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch 5 Bücher zusammenbekomme. Ich lese zwar aktuell noch ein paar Bücher, aber ich glaube nicht, dass es noch 5 Bücher werden. Aber ich werde sie dann einfach nächstes Jahr mit den ersten Büchern des neuen Jahres wieder vermischen, aber ich denke, das wird wohl kein Problem sein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir zu den Büchern einen Kommentar unten in den Kommentaren dalassen würdet, wenn ihr mir schon Empfehlungen geben könntet von den Autorinnen und Autoren, die ich gelesen habe, zu anderen Büchern vielleicht oder sogar ihr eins der Bücher kennt und mir diesbezüglich gerne eure Meinung zu den Büchern mitteilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden, bis dahin, tschüss!